sind wir? Und was wollen wir hier? Hör auf, an mir herumzuzerren und mir ins Ohr zu quaken wie eine lästige Kröte. Warum ist denn niemand da, wenn wir uns schon hierher geschleppt haben? Wer bist du? Was krakelst du hier herum? Ist das der Palast des Minos? Des Königs von Kreta? Ja, doch. Ich meine, ist das der Palast des Ödipus? Des Königs von Theben? Dies ist der Palast des Admetos, des Königs von Thessalien. Sag ich doch. Dann ruf ihn her, diesen, wie heißt er noch? Ich habe eine Botschaft für ihn. Admetos, er feiert heute seine Hochzeit und hat keine Zeit für Botschaften. Setz dich hier hin. Man wird dir etwas zu trinken bringen und dir die Füße waschen. Wasch deine eigenen Füße und ruf diesen Amphitryon her. Melde dem König Dings da, ich bin Teiresias, der Priester des Apoll, und dass ich von Delphi komme und es eilig habe, dorthin zurückzukehren. Was wollte ich hier? Ich warte demütig auf deine Weissagung, ehrwürdiger Teiresias. Und wer bist du? Ich bin Admetos, mein Freund, der König von Thessalien. Dann habe ich eine Botschaft für dich. Dir wird eine große Ehre zuteil und eine große Gefahr. Eine Gefahr, Teiresias? Gefahr ist eine Ehre. Und Ehre immer eine Gefahr. Wisst ihr denn nicht einmal die einfachsten Dinge hier in Thessalien? Sind wir allein? Ja. Nur meine Schwester ist noch hier. Gut. Kurzum, du hast die Ehre zu sterben. Wir müssen alle einmal sterben. Richtig. Gut gesprochen. Aber nicht binnen 10 Tagen. Binnen 10 Tagen? Das wäre der Untergang von Thessalien. Erwarte nie zu viel von einem Untergang. Wir haben gesagt, was wir zu sagen hatten. Was das ist. Am Morgen geht es auf 4 Beinen, am Mittag auf 2, am Abend auf 3. Glotho, als ob du es nicht wüsstest. Lass mich so tun, als wüsste ich es nicht. Es gibt keine neuen Rätsel mehr. Welche Langeweile. Ich bin mir sicher, man stellt sich unsere Aufgabe äußerst spannend vor. Aha, sie halten die Lebensfäden der Menschen in Händen. Hoho, wir messen ihnen ihre Lebensspanne zu. Ich will jetzt den da. Er ist blau. Ah, die Farbe der Tapferkeit. Blau und kurz. Aus ist's mit der Tapferkeit. Ja. Lieber 5 Minuten lang feige als ein Leben lang tot. Ja. Pass doch auf, beinahe hättest du diesen da auch noch abgeschnitten. Oh, ein purpurner für einen König. Ja, gib Acht auf den. Das ist der Lebensfaden des Admetos, des Königs von Thessalien. Oh, des Admetos. Still doch! Wer weckt denn hier das ganze Haus auf? Teiresias? Du? Hast du alles verstanden? Du kannst deinen Tod delegieren. Finde jemanden von deinem Stand, der seinen Hals freiwillig in deine Schlinge legt. Und dein Kopf ist gerettet. Bereitet euch auf eine Beerdigung vor, ihr Thessalier. Bereitet euch auf eine Beerdigung vor! Worauf wartet ihr? Du weißt, du sollst dich nicht aufregen. Worauf ihr wartet, habe ich gefragt.
steht da wie die Aasgeier voller Ungeduld, bis das Opfer seine Seele ausgehaucht hat. Ich warne euch, friedlich wird mein Abgang nicht. Ich akzeptiere ihn nicht. Ruhig, Frau Tanner, Gott ist mit Ihnen. Wenn er mit mir wäre, würde er mich nicht sterben lassen. Nicht jetzt, nicht bevor ich noch einmal gesehen habe, wie mein Kirschbaum blüht. Du stellst mir eine interessante Frage. Ich schätze es, ja rechne hoch dir an, dass ich der Letzte bin, dem du sie stellst. Respekt und Liebe für den Vater hielten mich bis an hinab. Ah ja, die Liebe für den Vater und hältst die Frage trotzdem nun für schicklich? Du kennst die Antwort, die mir ward von den Getreuen. Ich kenne sie, ein blankes Nein, zwar eingekleidet in tausend Gründe, doch das Ergebnis bleibt ein nacktes, blankes Nein. Würden Sie für Ihren Mann sterben? Admetros! Wo bist du? Und immer noch am Trübsal blasen? Was guckst du einen toten Wein nach und lässt dich verdursten, den lebendigen Freund? Sein Geheimnis doch nicht fallen, warum er Menschen ausbläst und die Kerze daneben ruhig weiterbrennen lässt. Wir sind Theatergruppe Rattenfänger und wir spielen dieses Jahr in Augusta Raurica im Römertheater. Unser Stück heisst das Alkestis-Spiel und bezieht sich auf die griechische Mythologie, ist aber eine moderne Bearbeitung. Die Premiere ist am 19. August. Wir spielen bis am 10. September. Wenn genau, das sagt Ihnen unsere Homepage, die ist eingeblendet, und auch da gibt die Tageszeitung Auskunft. Kommen Sie schauen, es wird gut.